Ich bitte nun den Abgeordneten Stefan Köster, Fraktion der NPD, die Fragen 14 und 15 zu stellen. Herr Minister, welche Standorte sollen als Asylbewerberunterkünfte genutzt werden? Herr Abgeordneter, der genannte Artikel im Nordkorea vom 20. August 2012 berichtete über den Planungsstand im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte entscheidet gemäß Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes über die Frage der Standorte. Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist dann verpflichtet, die ihm durch den Bund nach Maßgabe des Königsteiner Schlüssels zugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerber aufzunehmen. Im Rahmen ihrer Aufnahmeverpflichtung nach § 2 Absatz 1 Flüchtlingsaufnahmegesetzes sind die Landkreise und Kreisfeindstädte nach § 4 Absatz 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz verpflichtet, den Betroffenen Unterkunftsplätze vorzuhalten. Auf dieser Basis rechnet der Bund für die Jahre 2012 und 2013 für das Land Mecklenburg-Vorpommern mit einem Zugang von ca. 1.000 Personen nach Mecklenburg-Vorpommern. Aufgrund der Prognose, dass die Asylbewerberzahlen steigen werden und der Schließung der Gemeinschaftsunterkunft in Jüngsdorf besteht im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Notwendigkeit der Schaffung von Unterbringungskapazitäten. In diesem Zug sollen die Unterbringungskapazitäten um 350 Plätze erweitert werden. Vorgesehen ist dazu zum einen derzeit der Standort in Neustrelitz, in der Hittenkurfer Straße im Bereich Neubrandenburg ist noch keine Entscheidung über den Standort, jedenfalls keine endgültige Entscheidung durch die Stadt Neubrandenburg gefallen. Gut, danke schön. Zweite Frage. Welchen Kostenaufwand erwartet die Landesregierung durch die Aufnahme und Unterbringung von 350 zusätzlichen Asylbewerbern? Auf die Grundlagen der Aufnahmeverpflichtung bin ich ja bereits eingegangen. Die dabei entstehenden Kosten werden den Landkreisen und kreisfreien Städten nach § 5 Absatz 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz vom Land erstattet. Die Schaffung von 350 Unterbringungsmöglichkeiten ist nicht gleichbedeutend mit der Aufnahme von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. Zu den objektbezogenen Kosten, also den Kosten für die Errichtung der neuen Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis Seenplatte, liegen derzeit, da noch nicht alle Standortentscheidungen gefallen sind, keine Annahmen vor. Die Planung sind eben dementsprechend einfach noch nicht so weit. Die personenbezogenen Kosten belaufen sich auf monatlich ca. 560 Euro je Asylbewerberin bzw. Asylbewerber. Eine Zusatzfrage, sind da die Betreuungskosten, die für das Asylbewerberheim entstehen, schon mit eingerechnet? Die sind auf die Person mit runtergebrochen, ja. Dankeschön. Herr Abgeordneter Pastör, stellen Sie jetzt Ihre Zusatzfrage. Dankeschön. Zusatzfrage. Sind unsere Informationen richtig, Herr Minister, dass das Innenministerium die sogenannten angedachten Begrüßungsfeiern für die Ausländer wohlwollend kommentiert hat? Und ist auch die Information richtig? Herr Pastör, ich hatte gerade die Regelung verlesen, die Zusatzfragen betreffen. Und diese Zusatzfragen dürfen sich nur auf die unmittelbare Antwort des Innenministers beziehen. Das ist bei Ihrer Frage nicht der Fall. Ich präzisiere, ist es richtig, dass das Innenministerium Geldmittel bereit ist, bereitzustellen, um sogenannte Begrüßungsfeiern für die Ausländer, die hier erwartet werden, mitzufinanzieren? Nein. Dankeschön.